So, und dann haben wir noch ein paar spektakuläre Bilder für Sie, die kalt sich anmuten. Minus 35 Grad. Und da hat die brasilianische Ultraläuferin Fernanda Maciel im Laufschritt den Mount Winson, den höchsten Berg der Antarktis, bestiegen. Damit ist sie die erste Person, die den 4892 Meter hohen Berg durchlaufen erreicht hat. Insgesamt 9 Stunden 41 Minuten hat die 42-Jährige dafür benötigt. Das ist neuer Weltrekord. Und der war gar nicht so einfach zu erreichen, denn neben der Kälte kämpft Maciel gegen die Höhenkrankheit, ein gebrochenes Steigeisen und dann noch eine zugefrorene Brille. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.